Chicken, du vergisst das Sprechen. Es tut mir leid, ich achte gerade auf Geräusche. Hier führt mich das hin. Zu diesen Spuckenviecher. Zu diesen Kotzviecher. Die wollten mich mit irgendwelchen Dingern ankotzen. Okay. Oh. Erstmal 3 Millionen Kilometer unter Wasser tauchen. Ja. Da kommen doch bestimmt wieder Pfeile aus dem Löchern geschossen, wenn ich auf den Druckplatten laufe. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe dieses unbeschreibliche Gefühl, dass das Level mich tot sehen will. Beziehungsweise Garrett. Das Level will Garrett tot sehen. Jeder, der es wagt, die Hörner mitzunehmen. Lass uns Schach spielen. Was passiert eigentlich? Moment, Sekunde. Wenn die unten bleiben, dann werden die Fallen ja, können sie sich ja nicht mehr zurücksetzen, der Mechanismus. Also könnte ich theoretisch über diese Druckplatte drüber laufen, die der Zombie-Körper gerade runtergedrückt hat. Du bist keine große Hilfe, Kopf. Komme ich noch an den ran, ohne die Platten zu betätigen? Warte, ich muss mal ausprobieren. So weit springe ich. Wie weit springe ich, wenn ich... Zu weit. Obwohl. Wenn ich über diese Druckplatte springe. Das wird doch nie was. Ich werde sowas von sterben. Ich bin nicht gestorben. Ich lebe noch. Aber hier ist eine Sackgasse. Hier ist eine Sackgasse. Das heißt. Ich muss durch diese Tunnel laufen, wo diese Spuckeviecher sind. Ja, super. Was haben wir denn hier? Was ist denn? Ach, Feuerpfeile? Wieso bekomme ich so viele Feuerpfeile? Wieso bekomme ich so viele Feuerpfeile? Hat das was mit diesen Spuckeviechern zu tun? Haben die Angst vor Licht oder ist Feuer ihre Schwäche? Muss ich die irgendwie dann mit den Pfeilen, abschießen? Eine Bettrolle.
Dam, da, dam, dam. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn ich auf die Druckplatte da vorne laufe. Hast du noch irgendwas? Nö. Aha. Das passiert bestimmt. Wo bin ich eigentlich gerade? Also gibt es diesen Raum nur für die Feuerpfeile? Also komme ich von hier aus an den Schädel ran. Wow, nicht auf die Platten laufen, Chicken. Nicht auf die Platten laufen. Ich werfe den immer zu weit! Dieser Zombie will mich echt verarschen. Okay. Das wird sowas von kein Spaß werden. Ich weiß nicht mal, was diese Dinger sind, die mich ankotzen. Da hat wohl jemand zu viel Spewer gespielt. Ja, auch ein sehr schönes Spiel. Besonders das Prinzip ist sehr schön. Um im Spiel voranzukommen, muss man kotzen. Warte, der Gang da vorne, der könnte so aussehen wie der Gang, aus dem ich hergekommen bin. Worauf habe ich mich hier nur eingelassen? Rappi reibt sich bestimmt die Hände. Wo ist eigentlich dieser andere Kotzer, der vorhin hier war? Ach, da vorne läuft er. Warte, ich bin... Hat er mich gerade angeguckt? Wie weit können die bitte kotzen? Ich wollte doch nur ausprobieren, ob du dich mit den Feuerpfeilen töten lässt. Aber er hat mich meinen Satz nicht beenden lassen. Böse. Wo sind meine Feuerpfeile? Feuerpfeile. 5. Warum ist Feuer auf 5? Keine Ahnung. Vielleicht weil... Das olympianische Feuer und die olympianische Flagge hat ja 5 Kreise. Man könnte auch meinen, dass Feuer 5 Buchstaben hat, aber das Spiel ist auf Englisch! Was mache ich nur mit diesem Kotztypen? Ich möchte da ungern runter. Ich will da nicht runter. Ah. Natürlich kann ich mich auch nicht bewegen. Los, steck den Pfeil wieder weg. Wieso kann ich nicht nach...
rückwärts laufen. Das hat ja sehr was gebracht. Wieso sind das jetzt zwei? Hatte Kumpel... Hatte eine seinem Kumpel... Also der eine, der vorhin auf mich gekotzt hat, hatte seinem Kumpel irgendwie Bescheid gegeben. Ey, da oben ist jemand. Helft mal mit, ihn aufzuhalten und ihn anzukotzen. Denn wir finden es total erotisch, Leute anzukotzen. Ah. Bestimmt ist das ein Instant-Kill, wenn ich mich ankotzen lasse. Das sind doch bestimmt irgendwelche Giftgase. Moment. Ob dieses Gas, was die kotzen, entzündbar ist? Habe ich deswegen Feuerpfeile bekommen? Wäre es dann wirklich klug, mit Feuerpfeilen rumzuhantieren? Wenn das Gas vielleicht entzündlich ist? Ich meine, gibt dann ja nur eine riesige Explosion. Bist du kleiner? Komm raus, ich will dich abschießen. Mit der Feuerpfeile. Um mal was auszutesten. Du bist jetzt mein Versuchskaninchen. Auch wenn du wahrscheinlich kein Kaninchen bist, sondern irgendwas anderes. Wie die Pfeile einfach nicht schnell genug fliegen. Ich will auch keinen verschwenden. Rabbi hat gesagt, verschwende ja keine Feuerpfeile. Die Dinger sind teuer. Oh ja. Was hat er gesagt? 500 pro Fall. Ja. Oh, was mache ich nur mit dem Vieh da unten? Probier das jetzt aus. He's still alive. Wie der Pfeil eiskalt durch den durchgeht. Nö, 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 so nicht. Was muss ich da mit den Pfeilen machen? Warum kriege ich so viele Feuerpfeile? Muss ich wirklich das Timing abwarten, wenn die anfangen zu kotzen? Gerade ihren Maul aufmachen, um ihre gasige, giftige... Ich nehme an, dass es giftig ist. Weil es ist grün. Und meistens sind giftige Gase in Videospielen, werden sie als grün dargestellt. Muss ich wirklich den Moment abwarten, wenn er sein Maul öffnet, seine komische Giftgaskotze rausspuckt und in dem Moment muss der Feuerpfeil dann, ne? Aha. Das können die nicht verlangen. Ich könnte doch einfach durchrennen. Hört sich gerade an, als wäre da unten ein Vieh. Wahrscheinlich ist Durchrennen keine gute Lösung. Da kommt er gerade. Die sind zu zweit.
Ah.